bitte den ersten Poeten des heutigen Abends auf die Bühne. Meine Damen und Herren, er ist angereist aus der Schweiz, hat schon an mehreren Deaf-Slams teilgenommen. Heute zum Glück hier bei uns in Graz. Ich bitte um einen Riesenapplaus, bis er auf der Bühne ist, für Gian Reto Jauke. Hallo, ich freue mich, dass ich hierher kommen durfte, und zwar aus der Schweiz. Ich werde ein bisschen Deutsch und ein bisschen schweizerische Gebärdensprache verwenden. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Es geht bei mir um die Rückkehr ins Steinzeitalter im Zusammenhang mit dem Klima. In den letzten Monaten gab es ja, wie ihr wisst, viele Kongresse. Da haben sich viele Leute getroffen, Minister, Präsidenten und andere wichtige Menschen. Tja, und da reden sie und besprechen die Lage der Erderwärmung. Und was kommt dabei raus? Nix. Der eine furzt, der andere rülpst und nichts kommt dabei raus. Ja, ist blöd, gell, dass es verschmutzt wird. Immer das Gleiche, immer das Gleiche. Besprechen, 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 Ergebnis zero. Tja, ich berufe einen Kongress ein und dafür verlange ich eine Rückkehr ins Steinzeitalter. Es müssen wieder drakonische Maßnahmen eingeführt werden. Regeln, neue Regeln. Folgende Maßnahmen sind erwünscht: Erdöl und Erdgas abschaffen, Autos weg, Motor weg, Fabriken weg. Wir müssen lernen, wieder zu gehen und mit Kutschen herumzufahren und nicht mit Autos. Wir müssen mehr Kutschen produzieren, alles, was Müll und die Umwelt verschmutzt, weg. Holzarbeiter müssen wieder Arbeit finden dürfen. Stromfressende Utensilien, Atomkraftwerke, alles wegschaffen. Quecksilber, Infrarot, alles weg. Und am Abend nicht mehr Strom, sondern mit dem Feuer durch die Nacht gehen können. Darum geht es. Auch Lift und Aufzüge, das braucht man nicht. Man kann sich gegenseitig helfen und auch Menschen, die gehbehindert sind, müssen nicht keinen Lift verwenden, sondern man kann ihnen helfen, raufzugehen, indem man ihn trägt. Wir müssen lernen, face-to-face zu kommunizieren, nicht immer über das Internet, FaceTime, Skype und sonstige andere Dinge, sondern wieder face-to-face. Und zum Fleisch, schmeckt euch Fleisch? Ihr wisst, Fleisch, Fisch und Rindfleisch. Wie, woher kommt denn das? Fragen wir denn die Tiere, ob wir sie schlachten dürfen? Nehmen wir ihr Einverständnis? Holen wir uns das Einverständnis von den Tieren? Nein, tun wir nicht. Wir holen uns das einfach, weil wir glauben, es gehört uns. Wir holzen Bäume und Wälder ab und machen mit ihnen Sachen. Sind wir dafür überhaupt, haben wir überhaupt die Erlaubnis dafür bekommen? Ja, Geld. Wir machen mit dem Geld Waffen. Es werden Waffen produziert und die Menschen wirtschaften mit dem Geld. Und dann sind wir wieder da, wo wir heute sind, bei den Flüchtlingen. Ein aktuelles Thema momentan. Wir können das ändern, indem wir die Währung abschaffen, indem wir Kutschen einführen und wieder zurück ins Steinzeitalter gehen. Aber das Problem ist, wir definieren uns mit den Kleidern. Kleider machen Leute und Kleider bewerten auch Leute. Wenn einer etwas nicht Schönes anhat, ist er minder bewertet. Wenn einer etwas Schönes anhat, dann eben nicht. Die Lösung ist Nacktheit. Wir sollten nackt sein. Und da geht es nicht um Sexuelles, sondern es geht um den Respekt. Es geht um den Respekt der Natur und nicht um irgendeine sexuelle Begierde. Sondern wenn jeder gleich nackt wäre und nicht diese Hintergedanken hätte, dann wäre es alles viel umweltschonender. Und glauben Sie mir, wie bei Adam und Eva, da würde keine Schlange jemanden beißen und jemanden vergiften, wenn alles in Balance wäre. Und deswegen bitte ich zurück ins Steinzeitalter. Ihr seht die Engel da oben, die sind auch nackt. Das ist hier normal und das sollte bei uns auch so sein. Der Körper sollte respektiert werden von allem. Überall auf der ganzen Welt sollte es gleich sein. Solidarität für alle.
gegenseitig helfen, essen, tauschen, Handel einführen, aus mit dem produzierten und fabrizierten Fleisch.